Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in dieser Mission, weil wir die Gegner platt machen und die Artefakte sammeln sollen. Was wir beim letzten Mal getan haben, aber ich bin gerade unsicher, was wir hier noch machen können. Eine feindliche Struktur ist hier noch irgendwo. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, ob hier noch irgendwo was ist. Irgendwo ist hier noch ein blöder Turm oder so. Ich meine, ja, das ist jetzt wieder dieses typische Einheitengesuche, ne? Was wir kennen von unter anderem Command & Conquer und so. ja, ist jetzt die Frage. Vielleicht hier hinten noch was oder so? Weil wir haben ja einen ganz fetten Bereich noch gar nicht erkundet, ne? Die Heiler sind hier oben und erkunden. Wer jetzt als nächstes angegriffen wird, der... Da schießen sie nicht drauf, das ist okay. Okay, da wissen wir dann Bescheid, ob da noch irgendwo ein Türmchen oder sowas ist. Von den Gegnern. So, dann fahrt mal weiter hier in die Ecke. Kommt ihr da überhaupt hin? Ja, da kommt ihr hin. Dann fahrt mal. Irgendwo ist hier noch was. Ist jetzt die Frage nur, wo? Hä? Ist jetzt echt die Frage. Das da! Oder was? Nee. Irgendwas muss irgendwann auf uns schießen. Irgendwas ist hier noch. Ich sehe auch nichts auf der Karte, was noch irgendwie eine Gegnerfarbe hätte oder so. Ja, das ist jetzt echt doof. Wenn man nicht weiß, wo noch was ist hier. So, dann fahrt man nochmal hier rein in die Scavenger-Basis. Irgendwas muss hier doch noch sein. Irgendwo muss hier doch irgendwas sein. Ja, die wollen nicht... Die können nicht hier in die Ecke rein, oder was? Okay. Nee, die können nicht in die Ecke rein. Haben wir vielleicht hier hinten noch irgendwas? Gruppe 2 kann sich mal zurückziehen. Was ist das denn da? Das ist jetzt schwierig. Wo könnte jetzt hier noch was sein? Haben wir Bunkerbuster? Die sind nämlich viel schneller. So, dann nehmen wir mal die Bunkerbuster zur Erkundung. Anstatt unsere Haupteinheiten. Ja, dann haben wir jetzt hier wieder Einheitengesuche, ey. Mann, Mann, Mann. So, ihr könnt mal bitte da oben hinfahren. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr natürlich das immer wieder eingeschaltet habt hier bei Warzone 2100. Richtig geiles Spiel. Und, ja, es macht mir unglaublich viel Spaß, hier dieses Strategiespiel mit euch zu erleben. Einfach herrlich. So, ich hoffe, es geht euch auch gut soweit. So, hier oben ist jetzt auch nichts mehr. Okay. Das ist gerade ein bisschen komisch. Was soll denn hier jetzt noch sein? Wartet mal, wir machen mal diese ganzen Dinger hier kaputt. So, nicht, dass uns die Zeit irgendwann ausgeht. Aber ich meine, zur Not haben wir ja eh gespeichert. Und wartet mal, ihr macht mal... Mach mal ein bisschen das Ding hier kaputt. Ich weiß ja nicht, ob es... Ich meine, das sind ja keine feindlichen Strukturen eigentlich. So, irgendwo hier muss noch was sein. Mach mal das hier kaputt. So. Dann noch das da kaputt. So. Wir machen mal alles kaputt, was wir sehen. oh, die Bunkerbuster. Die haben ganz klar ihre Stärken gegen Gebäude. Nee, also... Da hinten diese Dinger vielleicht noch. Boah, was wir ja noch an Einheiten übrig haben. Das ist einfach krass. Der LKW ist dann natürlich noch schneller, ne? Wo sind die letzten
feindlichen Gebäude. So, geht mal hier hin, bitte. Ihr schießt mal bitte da drauf, die Häuser da noch kaputt machen. So. Könnt ihr über den Berg schießen? Das wäre cool. Hm, nee. Müssen rein ranfahren. Okay. Okay, dann könnt ihr hier das hier noch kaputt. Da ist was! Da ist was! Da ist es doch! Okay, mein Gott. Scavenger, war klar. Gut, aber dann haben wir das gefunden. Und das war's. Ha. Sehr schön. Alles klar, Missionszeit 45 Minuten, gesamte Spielzeit 5,5 Stunden. Wir können weitermachen. Perfekt. Nächste Mission. Die Technologie der synaptischen Verbindung geborgen. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass diese sehr vorteilhaft für das Projekt sein wird. Oh, top secret. Die synaptische Verbindung wurde von der Reed Corporation in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Militär entwickelt. Die synaptische Verbindung erlaubt die beinahe verzögerungsfreie Übertragung von Gedanken eines menschlichen Bedieners an die Steuersysteme eines Fahrzeugs. Die synaptische Verbindung wird zwischen Schädelbasis und Wirbelsäule angebracht. Die Verbindung verfügt über eine Hochgeschwindigkeitsdatenschnittstelle für beliebige Computersysteme. Noch wichtiger ist, dass die synaptische Verbindung die Erschaffung von Cyborgs möglich machte. Erste Versuche mit Kraftanzügen für einzelne Soldaten erwiesen sich wegen ihrer Langsamkeit und Trägheit als Fehlschläge. Die synaptische Verbindung ermöglichte es, Soldaten in Kraftanzüge zu stecken, die sie so einfach wie ihre eigenen Körper bewegen konnten. Kraftanzüge ermöglichten ein effektives Funktionieren der Infanterie auf den Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts. Unglücklicherweise ist diese Technologie in die Hände des New Paradigm gefallen. Es ist wichtig, dass sie die Technologie der synaptischen Verbindung erforschen und weiterentwickeln. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir orten Streitkräfte, die sich von Osten und Norden nähern. Halten Sie die Basis und wehren Sie alle Angriffe ab. Missionstimer aktiviert. Okay. Wir machen mal die Spielgeschwindigkeit auf normal. Es kommen Angriffe. Halten. Transport entdeckt. Von Osten und Norden? Da oben. Okay. Was wird jetzt interessant? So, synaptische. Synaptische Verbindung. Okay, dann haben wir noch Motoren mit Kraftstoffeinspritzung und automatisierte Fabrikproduktion. Jawohl. Feindlicher Transport. Da unten. Okay. Ist jetzt die Frage, hier ist unsere Hauptbasis, ne? Dann lassen wir die erstmal herkommen, würde ich sagen. Ja gut, Freunde. wir mauern uns hier ein. Gut, ich würde mal sagen, Fabrikmodule, haben wir hier alle Fabriken? Ja, wir haben alle Fabriken hier. Gut. Sehr zweifelhafte Technologie, die da entwickelt haben, ne? Sehr, sehr zweifelhaft. Also, dass man da sich irgendwas implantiert und so. Aber, es scheint so gewollt zu sein. Beziehungsweise, ja, was heißt gewollt? Doch, es ist so gewollt. Dass man die Menschlichkeit hier irgendwann total vergisst. So, wir haben die Cyborg-Fabrik. Und Analyse der Daten zur synaptischen Verbindung. Okay, das heißt, wir können jetzt ab jetzt einen Mannequin bauen. Aber ich denke nicht, dass ich hier in diesem Spiel auf Mannequin setzen werde. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich einfach, dass ich nicht so gerne auf Mannequin setze. Weil ihr einfach nichts aushalten. Ich würde sagen, wir bauen uns hier einfach mal zu. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Türmchen dann rein. Ah, am besten aber nicht. Da kommen sie. Okay, das ist okay, das könnt ihr ruhig alles platt machen. Ja, ich meine, wir haben ja hier schon so eine kleine Verteidigung stehen. Na, von daher. Das sollte schon passen. Wir mauern uns hier weiter zu.
So, okay. Der kommt mit Minigun an. Ich meine, Panzer haben wir erstmal tatsächlich genug. Durch das mal an. So, du bist noch zu Team 3, bitte. Wir machen mal die Spielgeschwindigkeit hoch. So. Team 1 bitte nach vorne. Ja, ihr könnt das da ruhig kaputt machen. Das ist in Ordnung. Außer den Sensorturm vielleicht, aber ja, schade. Okay, das war's mit dem Sensorbruch. Okay. Die Bunkerbuster brauchen wir eigentlich nicht dabei, aber ist in Ordnung. Wir fahren mal hier runter. So. Und der Team 3 dann. Ja. Ja. So ganz langsam, ne? Wir müssen ja nur abwehren. Ah, guck mal. Laser-Entfernungsmesser für Kanonen. Stabilisierte Mini-Raketen. Das heißt, dass wir die noch präziser werden. Analyse der damptischen Verbindung und hier MG-Schütze. Der klassische Standardschütze von Command & Conquer. Da haben wir ihn. So, meine Fresse, braucht ihr lange. Was macht ihr denn? Könnt ihr mal schneller kommen? 46 feindliche Einheiten noch vorhanden. Okay. Ja, da oben. Jetzt. Nein, jetzt klauen sie uns unsere. Aua. Okay. Ich meine, wir haben ja hier eine richtig krasse Armee am Start, ne? Deswegen. Wartet mal. Wir reißen mal diese Mauer da ab. So. So, Gruppe 3 dahin. Die gehen jetzt halt natürlich alles durch, ne? Ach, guck mal. Mörser-Zielcomputer. Automatisierte Reparatureinrichtungsrüstung. Lancer-Cyborg. Ach, wie geil. Da habe ich noch aus Versehen Flammenwerfer-Cyborg. Okay. Was haben wir hier noch? Schwerer Schütze. Was zur. Was sind das hier für welche? Ah, das sind Heiler, okay. Ja, wartet mal, hier können wir uns verteidigen. Aber wo ist der Auslieferungspunkt? Ja, hier kommen sie jetzt an. Okay. Nein, nicht unser Kraftwerk. Nicht das Kraftwerk. Da bitte einmal reparieren. So. Jo. Wir bauen hier Panzer. Die können da ruhig da weiter sich gegenseitig reparieren. Ah, schade, das klappt nicht so ganz. Okay, egal. Wir haben hier unten. Hier unten. Ja. Die Mannequin sind das Problem. So, okay. Das heißt, wir können jetzt hier. Verbesserte Raketendrahtlenkung. Wow. Analysierte Daten der synaptischen Verbindung. Wir können richtig viel erforschen gerade. Mischligierung für Cyborgs. Und stabilisierte Mini-Raketen. Ja, das sind Mannequin. Okay, Team 3 kann bitte nochmal hier die Energie wiederholen. Ah, die haben sich hier oben schon durchge. Okay. Da oben schon durchgeschossen. Alles klar. Nicht weiter schlimm soweit. Mach mal ganz schnell hier Einheiten hin. Wie, der kommt hier? Was zur... Schießen von oben die Basis rein, oder was? Aha, wir haben unsere Einheiten zum Glück. So, wir haben hier Einheiten stehen. Da würde ich mal vorschlagen. Wir marschieren mal weiter. Und machen. Ja, obwohl. Ah, die kommen dahin. Okay, alles. Das ist okay. Das ist okay. Ja, wir haben uns ja hier verteidigt. Wie ihr seht. Da kommen sie nicht rein. Diesmal nicht. So, alles klar. Ja, okay. Ich frage mich halt, wie viele Transporte hier kommen. Ich meine, wir haben genug Einheiten dafür. Wir haben genug Einheiten.
So, wir holen uns erstmal unsere Energie da wieder. So, hier ist Verteidigung steht, das ist gut. Na, wunderbar. Oh, die schießen. Ah! Die Säcke schießen die Mauer kaputt. Ja, okay, dann. Von da oben! Boah, sind die dreist. Boah, sind die dreist. So, wir haben 72 Einheiten in Gruppe 1. Also das sollte eigentlich kein Ding sein. Ah, wir haben nochmal Büschlichierung für Cyborgs zu erforschen. Boah, was haben die für schwere Einheiten? Krass. Okay, das ist gerade ein bisschen viel hier. Alles klar. Also, dass die von da oben kommen, das ist echt ein bisschen, gemein. Ja, das ist gemein. Zieh die mal bitte in die, in das Feuer der Mörser rein. So, weil Mörser sind gut gegen Veniken. So, bitte hier die Ölquelle wiederholen. Mensch! So. Ah. Komm. Sehr viele Veniken gerade. So, Team 3, bitte wieder hier die... Einheit wird angegriffen. Ja? Wow! Da stehen Veniken drin, okay. Ja, ist klar. Klau uns noch die letzte Energie. Ja. Aber wir brauchen die hier halt auch. Boah, die haben schwere Kanonen oder sowas. Ja, das ist heftig. So, jetzt mach mal die blöden Veniken da weg. Die scheinen ganz schön viel auszuhalten hier. Also vielleicht arbeite ich doch mit Veniken. Wer weiß. Vielleicht ja doch. Hä? Wer weiß. Da ist die Energieressource. So, das haben wir überstanden. Konstruktion abgeschlossen. Ja, dann bauen wir uns mal zu, würde ich sagen. Wir machen mal Lenzer. Einfach jede Menge Lenzer. Und dann auf die Hinterseite Bombardgruppen. Weil die sind nochmal stärker als Mörser. So, dann können wir hier verteidigen. Und ihr könnt mal runter zur Reparatur. Gut, Gruppe 1. Kommen die jetzt noch irgendwo angeschissen? Oder was ist hier los? Oder die stehen noch hier unten in unserer alten Basis, ne? Mal gucken. Oder die sind hier oben. Ah, da sind sie. Da sind welche. Ah, das sind die Manneken. Die Manneken scheinen ganz schön krass hier zu sein. Wenn wir so lange brauchen, um die kaputt zu machen. Ja, dabei würde vielleicht helfen, Maschinengewehreinheit zu bauen, ne? Aber. Ja. Einheit wird angegriffen. Ich weiß nicht, ich stehe nicht so auf Maschinengewehre. Nicht in Strategie spielen. Irgendwie bin ich davor. Guck mal, eine Conker gebrannt. Aber wir haben die Mission schon geschafft. Okay, das ging schnell. Alles klar, dann Spiel fortsetzen. Nächste Mission. Wir haben eine neue Aufgabe für Sie. Bei der Analyse der vom New Paradigm erbeuteten Computersysteme haben wir ein Eindringlingsprogramm entdeckt und isoliert, das jenem gleicht, das vor 3 Monaten in unser Projekthauptquartier eingedrungen ist. Dieses Programm wurde als Nexus-Eindringlingsprogramm identifiziert. Es scheint die Systeme des New Paradigm zu jenem Zeitpunkt befallen zu haben, zu dem es auch versuchte, in unsere Systeme einzudringen. Dieses Nexus-Eindringlingsprogramm ist ein selbstständig mutierender Computerparasit. Dadurch ist es nur schwer, wieder aus einem befallenen System zu entfernen, nachdem es erkannt wurde. Wir konnten seine genaue Funktion oder sein Ziel noch nicht feststellen. In seiner ursprünglichen Form sucht es Speicherbereiche und isoliert sie vom Rest des befallenen Systems. Anschließend beginnt es mit der Mutation und unternimmt so eine Neuprogrammierung des Systems von innen heraus. Weitere Untersuchungen wurden durch das manuelle Abschalten des Systems durch unsere Techniker verhindert.
Sie wollten so eine weitere Verseuchung des Systems vermeiden. Die Verbreitung des Nexus-Eindringlingsprogramm wurde vom New Paradigm jedenfalls nicht überprüft. Wir müssen die Kernsysteme des New Paradigm erobern, um Nexus weiter zu untersuchen und seine Herkunft zu bestimmen. Commander, Sie müssen die Aktivitäten des New Paradigm in diesem Sektor überwachen und Ihre Hauptbasis ausfindig machen. Wir empfangen Übertragungen des New Paradigm, die darauf hinweisen, dass der Feind in der näheren Umgebung nach Artefakten sucht. Fangen Sie den Feind ab. Kein Feind darf dieses Gebiet verlassen. Missionstimer aktiviert. Okay. Team 1 bitte zurück in die Basis. Wow, okay, also ein Computervirus. Okay, interessant. Nexus heißt das Ding. Da haben wir schon öfter von gelesen. Ja gut, dann marschiert man da rein und dann gucken wir mal, was da auf der anderen Seite los ist, ne? Wenn da keiner das Gebiet verlassen darf. So, wir haben wieder Kohle, das heißt, wir können wieder Einheiten bauen. Gruppe 3 kann bitte neue Fabriken bauen. So, einmal hier hin, einmal da hin. Produktion abgeschlossen. Okay, das heißt, wir können hier einmal los. Produktion abgeschlossen. Und mal gucken. So. Dann schauen wir uns das nochmal an hier. 10 Einheiten erstmal. Okay, dann direkt mal los hier. Verstärkungen sind. Wow! Okay, Scavenger direkt. Okay, Spielgeschwindigkeit zurück. So, dann machen wir mal. Ich habe so viele, ne? Ein paar Heiler. Zum Glück müssen wir nicht warten, bis die zurück in der Basis sind. Das ist so eine kleine Lücke im Spiel. So eine kleine Logiklücke. So, okay, dann los. Eine Minute. Wir sammeln uns erstmal. Wir haben eine Güte. Also der Computervirus, der scheint ja richtig krass zu sein. Nexus, wie das Ding heißt. Du kannst mich mal bitte... Ja... Ich kann keine weitere Einheit mehr produzieren. Einheit wird erreicht. Ja, vielen Dank. Ah, und wir haben hier wieder Mischlegierung für Cyborgs. Ja, da kommen schon unsere nächsten Einheiten hier. Sind eingetroffen. Perfekt. So, okay, das ist doch dann was. Oh. Das New Paradigm hat ein wichtiges Artefakt geborgen. Verhindern Sie, dass die Truppen ihren Transporter erreichen und bergen Sie das Artefakt. Ja, wartet mal. Da muss ich jetzt aber ganz schnell da oben hin, ne? Ah, meine Maus ist gerade wieder ausgegangen. Blöde Funkmaus, echt. So, dann schnell hier hoch. Schnell da hoch. So. Ja, hier ist der Scavenger, toll. Aber... Ah, wir hätten vielleicht direkt marschieren sollen, ne? Jetzt haben sie hier doch Scavenger-Basen aufgebaut. Was soll das denn? Na ja, gut, ist erstmal egal. Wir machen einfach alles im Vorbeifahren platt. Ich meine, das ist ja... Die Frage ist, warum fahren die so einen umständlichen Weg? Das macht mir gerade Angst. So, da sind sie doch. Warum fahrt ihr so einen umständlichen Weg? Ihr sollt die abfangen. Ja. Ah, shit. Ich glaube, das haben wir... Das haben wir verkackt gerade. Ja. Shit. Okay. Autosave nochmal laden. Ja. Na super. Shit. Ich habe wieder vergessen zu speichern. Konstruktion ab. Oder was ist der Speicherstand vom Alpha 1? Missionstimer aktiviert. Nope. Okay. das heißt, ich muss nochmal neu spielen. Ich würde mal sagen, bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich jetzt wieder.
Gut, das heißt, wir fahren da nochmal hin. Mit diesen Einheiten, würde ich sagen. So, wir machen das jetzt mal ganz schnell. Tatsächlich. Und unsere LKWs können bitte dann nochmal zwei Frachtfabriken aufbauen. Genau. Das sind genau 10 Stück. Okay, das ist gut. Dann schicken wir den mal los. So. Gut, dann geht's mal weiter. Wir speichern das Ganze nochmal natürlich. Damit wir hier nicht wieder von Anfang an das Ganze spielen müssen, ey. So, das heißt, wir müssen direkt los. Verstärkungen sind verfügbar. Ja, okay. Aber wir machen mal auf 0,8, weil wir schicken auch schon mal unsere nächsten Einheiten. So, und los. Ja, perfekt. Müssen aber aufpassen, dass wir... Ja, guck mal, da ist nämlich eine Sackgasse. Man sieht ja das, ne? Da ist eine Sackgasse, okay. Scavenger-Basis, okay. Ja, aber... Ist ja nicht so... Ist ja nicht so wild. Was ist das denn da für einer? So. Einfach ein Turm, auf den die schießen, okay. Die Scavenger-Basis ist ja mittlerweile... wirklich das geringere Problem. Tatsächlich. Okay. Dann seid ihr alle bitte Team 1 und wir können uns nochmal zurücksetzen und nochmal mehr Einheiten. So, und los schicken. Ja, das wissen wir. Okay. Das ist jetzt doof, dass wir hier diese Panzerbienen haben. Könnt ihr die mal schneller kaputt schießen? Danke. Fahrt einfach rein, oder was? Keine Ahnung. Einfach reinfahren jetzt. So. Einfach durchfahren. Verdammt nochmal. So, die wollen jetzt nämlich entkommen. Einfach durchfahren hier. So. So, wir erforschen mal die Cyborgs. Was macht ihr? Alter Schwede. Okay, das heißt, wir müssen einfach nur rechts. Einfach nur nach rechts durch. Okay. Die Energie hole ich mir nicht, das ist es nicht wert. So, Verstärkungen sind eingetroffen. Das heißt, wir können hier noch mehr schicken. So, okay, und los. Dann kommt ihr bitte mit. Oh, die sind schon in Gruppe 1. Okay, dann. Dann bitte schnell abfangen hier. So, also, wir müssen direkt nach rechts. Oh, die Folge ist gleich schon vorbei. Ich hoffe, dass das hier keine Sackgasse ist. Boah. Holy shit. Wie viel Artillerie. Verstärkung ist gelandet. Okay. Das ist irgendwie richtig mysteriös. Okay, also das heißt, wir müssen direkt nach rechts. Alles klar, das machen wir aber beim nächsten Mal, würde ich sagen. Da die Folge voll ist, dann würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, lieber doch beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Sach. Ne? Tschüss.